Büro. Ich habe da mal ein Anliegen an euch. Ihr kennt doch bestimmt ältere Leute, die den ganzen Tag nur zu Hause sitzen und sich nicht bewegen. Genau für diese Menschen haben wir jetzt was. Bald gibt es nämlich Sport macht Spaß im Alter. Also, helft diesen Menschen. Macht es ihnen an zu Hause, klickt bei uns auf YouTube und lasst sie bewegen. Ich muss weitermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport macht Spaß für die Grundschule. Heute mit Emilia. Hallo. Und mir, Benjamin. Wie ihr seht, haben wir wieder unser Gummiband. Das heißt, wir sind in unserer zweiten Folge von unserem Gummitwist-Springen. Mhm. Wenn ihr noch kein Gummiband habt, ist überhaupt nicht schlimm. Guckt einfach nochmal die Folge von letzter Woche und da erklären wir quasi, wo ihr das kaufen könnt. Und ja. Genau, da braucht ihr auch noch keins, aber für die jetzige Folge schon, denn wir wollen mit dem Gummiband springen. Drückt also kurz auf Pause, holt euer Gummiband her und dann können wir alle zusammen ganz loslegen. Genau. So, in unserer Erwärmung konzentrieren wir uns heute auf die Beine und da starten wir einfach mit ein paar Lauf-ABC-Übungen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein bisschen Platz und ihr könnt immer selbst entscheiden, ob ihr die Übungen auf der Stelle macht oder ob ihr euch im Raum bewegt. Das geht beides. Wir fangen jetzt einfach alle zusammen an und starten erstmal und joggen locker durch den Raum, okay? Auf geht's! Los geht's! Mal ganz locker, nehmt auch hier schon die Arme mit, weil auch wenn wir die jetzt nicht richtig warm machen, brauchen wir die bei jeder Übung. Und noch einmal rückwärts. Huch. Okay, wunderbar. Dann geht's jetzt mit der nächsten Übung weiter, und zwar Kniehebelauf. Also probieren wir unsere Knie schön nach oben zu bringen, nehmen auch hier die Arme mit und das Ganze zügig. Los geht's! Schön die Knie oben lassen. Okay, wunderbar. Dann drehen wir das Ganze jetzt einmal um, also anfersen. Die Füße kommen also an den Popo und wir nehmen trotzdem die Arme richtig mit. Los geht's. Langsam wird's warm, wa? Ja, ich merk's schon ganz gut. Eine Runde noch. Okay, dann geht es jetzt weiter mit einer Spezialübung. Nämlich, jetzt haben wir auch was für den Kopf, wir machen mit dem einen Bein Kniehebelauf und mit dem anderen Bein anfersen. Probiert es erstmal aus, ruhig erstmal langsamer und dann machen wir es alle zusammen. Auf geht's. Ein Bein ist oben und bei dem anderen geht der Fuß an den Popo. Und dann wechseln wir die Seite. Also ich habe jetzt links vorne und rechts hinten. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach und noch ganz schön anstrengend, aber wir wollen ja gut warm werden und gleich geht es ja ums Springen. Und deshalb ist jetzt eine Sprungübung dran. Hast du da eine Lieblingsübung? Ja, ich mag besonders gerne die Hot Steps. Ah, okay. Also Hot Steps sind die Sprünge, wo wir gleichzeitig mit beiden Füßen uns abdrücken und immer ein Knie nach oben geht. Benni legt schon mal los. Wenn ihr das zu Hause noch nicht so gut könnt, probiert erstmal mit beiden Füßen gleichzeitig zu springen, immer ein Knie hochzunehmen und dann ist es gleichzeitig mit dem anderen wieder auf dem Boden. Und wenn ihr das dann richtig gut könnt, wechselt
wechselt ihr direkt die Beine ab und dann sieht das Ganze so aus. Aber die Übung ist kompliziert, also auch wenn sie am Anfang noch nicht so gut funktioniert, einfach weiter üben und dann sieht das hier so stark aus wie bei Benny. Genau. Und vielleicht noch ein bisschen vor und zurück. Okay. Oh, rückwärts ist auch schwierig. Und wieder vorwärts. So, wunderbar. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, geht's nochmal so richtig ans Auspowern. Wir machen einen Steigerungslauf auf der Stelle. Steigerung heißt natürlich, wir fangen ganz langsam an. Dann werden wir mit jedem Schritt langsam schneller, bis wir sprinten. Los geht's. Und noch schneller. Noch schneller. Und Ziellinie. Okay. Sehr gut. Jetzt heißt es aber nochmal tief durchatmen, denn auch dafür brauchen wir natürlich Konzentration bei der Gummihopse später. Also machen wir jetzt die halbe Brezel. Wir stellen uns auf ein Bein. Neben dem Fuß vom anderen Bein nach oben und drücken uns einmal ganz lang, sodass ihr ganz gerade steht. So hoch wie es geht. Und wenn ihr ein bisschen von einer Seite zur anderen kippt, probiert einfach einen festen Punkt am Boden zu finden, der sich nicht bewegt. Dann ist es leichter, das Gleichgewicht zu halten. So auslockern. Und dann machen wir das auch mit der anderen Seite. Huch. Da brauche ich jetzt auch meinen festen Punkt. Wollte ich gerade sagen. Wo ist der feste Punkt? Da ist er. Okay, wunderbar. Also, wir haben jetzt alle unsere Übungen vom Warm-up geschafft. Aber ich würde sagen, wir lockern uns nochmal ordentlich aus. Das war nämlich ganz schön anstrengend. Ja, genau. Also, Arme ausschütteln, Beine ausschütteln. Genau, die Beine sind besonders wichtig, denn die brauchen wir gleich wieder. Das heißt, die müssen richtig schön locker sein. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall fit und ich freue mich jetzt schon auf die ganzen neuen Sprünge, die wir jetzt gleich lernen werden. Los geht's. Wir wollen uns jetzt wieder an unser Gummitwist wagen. Ihr seht, wir haben alles aufgebaut, unser Seil ist gespannt und wir beginnen jetzt einfach wieder mit den paar Grundsprüngen, die wir letzte Woche schon gelernt haben. Genau, ihr seht, wir haben nicht einfach nur unser Gummitwist aufgebaut, sondern wir haben das Ganze auch noch beschwert mit einem Wasserkasten. Denn heute geht es darum, dass wir nicht nur über das Seil springen, sondern wir springen mit dem Seil. Damit das also oben bleibt und wir das Band richtig spannen können, haben wir einmal das Gewicht und dann haben wir hier kleine Stopper aus Klebeband gebastelt, die ihr einfach unter das Seil runter machen könnt, damit es genau da bleibt, wo es jetzt ist. Also baut auch schnell auf und dann können wir alle zusammen loslegen. Sehr gut. Ich fange schon mal an. Wir starten in unserer Ausgangsposition außerhalb des Seils. Die erste Folge ist ganz einfach. Ich mache sie langsam vor. Ihr zu Hause macht mit oder macht sie einfach gleich nach. Ich springe rein, mache eine Grätsche, springe 180 Grad, springe aufs linke Bein, rechte Bein und raus. Okay. Und nochmal. Rein, Grätsche, 180 Grad, linkes Bein, rechtes Bein und raus. Einmal noch? Ja. Okay. Oh, richtig flott unterwegs. Richtig flott unterwegs. Okay, jetzt möchte ich auch ausprobieren. Also, rein, Grätsche, 180 Grad, links, rechts, raus. Jo, sehr gut. Gleich nochmal? Und raus. Sehr schön. Super. Okay, dann mache ich gleich weiter mit dem zweiten Durchgang. Ihr könnt wieder kurz gucken oder direkt mit einsteigen. Wir starten. Springen über das Seil, drehen uns wieder um 180 Grad, rein, Grätsche, wieder drehen und raus mit uns. So, gleich nochmal. Also, über das Seil, 180 Grad, Grätsche, zurück und raus. Ein letztes Mal noch, etwas schneller. Tada! So, du bist dran.
Jetzt bin ich mal gespannt, dass ich mir das gemerkt habe. Also, Überseil, Überseil, 180 Grad, Grätsche, jo. Und raus. Nochmal 180 Grad? Nochmal 180 Grad, und jetzt raus. Okay. Stark. Huhu, ganz schön anstrengend. Okay, das waren unsere Grundsprünge, die wir in der letzten Woche angefangen haben. Ich würde sagen, machen wir es ein bisschen schwieriger und gehen einen Schritt weiter. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Genau, ich mache es wieder vor. Ich springe rein, springe auf das Seil, springe zurück, mache noch eine Grätsche und springe raus. Okay, machst du das nochmal? Ich mach's nochmal. Ich springe rein, springe rauf, das ist die neue Bewegung. Ups, das, manchmal klappt das nicht ganz. Springe rein, mach eine Grätsche und springe raus. Okay, ich bin dran. Also, rein, rauf. Oh, gar nicht so einfach. Rein. Rein, Grätsche, raus. Sehr gut. Okay, ich probiere es noch einmal. Ich bin nicht ganz drauf gelandet. Also, rein, rauf. Jetzt habe ich geschummelt. Rein, Grätsche und raus. Sehr gut. Okay. So, jetzt sind wir schon zum ersten Mal auf das Band gesprungen. Und das wollen wir jetzt wieder machen, aber jetzt mit wechselnden Füßen. Also, wir springen auf das Seil. Zack, Wechsel. Wieder Wechsel. Und raus. Ich mach's gleich nochmal. Rauf. Wechsel. Wechsel. Und raus mit euch. So, probiert's aus. Benni, du bist dran. Ich bin dran. Okay, Ausgangsposition. Und schon raus, oder? Nee, einmal noch. Ach, drei. Oh, drei Wechsel, nicht aufgetreten. Genau. Und raus. Sehr gut. Gleich nochmal. Stark. Sehr gut. Okay. Nächste Sache. Ich bin wieder dran. Ja. Nächste Sache ist, wir springen einfach erstmal rein. Mhm. Springen jetzt 90 Grad raus. Stehe jetzt mit meinen beiden Füßen unter dem Seil. Springe jetzt mit dem Seil über das andere. Okay. Gehe ein bisschen zurück. Und springe. Oh nee, halt, das hat nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Geh mal noch ein Stück weiter zurück. Ich glaube, dann klappt's. Ja? Noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Und jetzt rüber, oder was? Aha, da ist es wieder. Wie ihr seht, auch ich bin kein Profi, aber übermacht den Meister. Ja, kannst ja gleich nochmal probieren. Gleich probieren wir es nochmal, genau. Also, Ausgangsposition, jetzt will ich es auch schaffen. Ich spring rein, Vierteldrehung, über das Seil, zurück, 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 zurück und wieder raus. Ja, fast. Na, mal gucken, ob ich das hinkriege. Also, rein, 90 Grad raus. Zack. Genau. Mit dem Seil über das andere. Zurücklaufen. Ich springe einfach so weit, wie ich kann. Zack. Okay, okay. Aber hier wackelt schon einiges. Also wieder rein, 90 Grad. Rüber. Zurück. Ah, hat geklappt. Was habe ich jetzt mitgenommen? Genau, nochmal richtig zurück und. Jo. Okay, dafür muss man schon ein ganz schöner Flummi sein, damit man das schafft. Ja. So, eine neue Übung haben wir aber noch. Jetzt wird's richtig knifflig. Wir stellen uns mit einem Fuß auf das Seil und den anderen nehmen wir unter das Seil. So, und jetzt springen wir raus und genau das hier wollen wir jetzt bei dem anderen Seil haben. Puh, Konzentration. So, oh, nicht schlecht, geschafft. Wieder unten und oben. Und jetzt das Gleiche auch nochmal rückwärts. Und raus. Und raus. Okay, ich probiere es gleich nochmal. Also ich stelle mich schon mal so hin. Ist das schwieriger, wenn die Seile so ein bisschen wackeln oder spielt das keine Rolle? Also ich glaube, das ist schon schwieriger. Ja? Also ich sage das jetzt auch einfach mal, weil die Seile wackeln. Und wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, dann liegt es eindeutig an den Seilen. Okay. Zack. Zurück. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Und raus.
So. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, ob ihr das zu Hause hinkriegst und ob du das hinkriegst. Ob ich das hinkriege, genau. Ein Fuß ist da drunter. Oh, nicht schlecht. Und wieder zurück, ne? Ja. Ah, nicht geschafft. Knapp, knapp. Und wieder raus, ne? Ja. Okay, ich will es aber noch mal schaffen. Einer geht noch. Einer geht noch. Ach, wieder nicht, das gibt's doch nicht. Ja, das ist ganz schön knifflig. Schade. Aber ihr habt ja jetzt zu Hause eine ganze Woche Zeit, um die neuen Sprünge zu üben. Also guckt wirklich, was euch vielleicht noch etwas schwerer fällt. Übt das einfach immer und immer und immer wieder. Und dann werdet ihr es auf jeden Fall nächste Woche können, wenn dann die neuen Sprünge kommen. Ich würde sagen, genug gesprungen. Aber wir haben noch ein Spiel fürs Wochenende für euch vorbereitet. Und das zeigen wir euch jetzt gleich. Wir spielen jetzt eine Runde Linsenroulette. Alles, was ihr dafür braucht, sind Schokolinsen und zwar in 5 verschiedenen Farben. Wir haben jetzt 8 Stück pro Farbe genommen und ihr braucht außerdem 5 Behältnisse. Da gehen Glasschüsseln oder Becher, alles, was ihr gerade zur Hand habt. Das Spiel ist relativ simpel. Es geht darum, dass wir die Schokolinsen so schnell wie möglich farblich sortieren und in jedem Behältnis dann auch eine Farbe drin haben. Aber es gibt ein paar Regeln. Die erste Regel ist, wir dürfen nur eine Hand benutzen. Also ich fange jetzt mit links an, das ist meine starke Hand. Dann komme ich recht. Dann fängst du mit rechts an? Okay. Und zweite Regel, wir dürfen nicht mehr als eine Linse in der Hand haben. Und dritte Regel, wir dürfen nicht zweimal hintereinander die gleiche Farbe nehmen. Wenn ich also gerade eine blaue Linse einsortiert habe, darf ich danach nicht wieder eine blaue Linse einsortieren. Also 3 Regeln, relativ simpel. Auf los geht's los und wir gucken, wer gewinnt. Okay. Alles klar? Gibst du das Startkommando? Darf ich schon mal? Nee. Ja, okay, ich geb's. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, erste Runde geht an mich, aber wir haben ja auch noch eine zweite Hand, also spielen wir auch noch eine zweite Runde. Die Linsen werden wieder ausgekippt. Noch einmal gut durchmischen. So, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Bin bereit? Auf die Plätze, fertig, los. Mann! Na, da ist eine nach vorne abgehauen. Haha, das war eine große Chance. Ah! Nicht zwei hintereinander. Ja! Verdammt! Eine Sekunde Vorsprung gewonnen. Naja, eine Sekunde, vielleicht ein Zehntel. Reichen wir die Sekunde. Okay, also ich würde sagen, wir spielen gleich noch eine Runde weiter. Ihr könnt das zu Hause natürlich auch ausprobieren. Ihr könnt erstmal alleine üben, aber ihr könnt eure Geschwister herausfordern, eure Eltern. Und dann guckt ihr mal, wer bei euch Linsenroulette gewinnt. So. Und wir spielen es mit dem Mund einmal. Das vielleicht nicht, aber ich würde sagen, wir holen gleich nochmal unsere Gummihopse raus und üben nochmal vor allem den letzten Trick, weil der hat ja noch nicht so gut geklappt. Ja, genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.